Borussia Dortmund. Coming here, what were the biggest challenges for you? Physically, I think I had to work on my game a lot. Just the intensity of training every single day. I had to really make sure that my body was always fit. And yeah, I think that was the toughest part for me. Learning and speed of the game and stuff like that. Was waren dich für die wichtigsten Elemente damals, um es zu schaffen als Profi? Natürlich Ehrgeiz. Einfach den Ehrgeiz zu haben, sich jeden Tag weiterzuentwickeln. Spaß zu haben. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil natürlich in der Jugend gibt es auch mal Phasen, wo du vielleicht nicht spielst, wo du vielleicht nicht gut spielst. Aber trotzdem ist es, glaube ich, immer wichtig, dass du beim Fußball einfach Spaß hast. Und dadurch kommt dann auch automatisch, glaube ich, das Selbstvertrauen dann. Und ja, dadurch machst du dann auch ein bisschen bessere Spiele. Und, ja, einfach weiter hart zu arbeiten. Müller, Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Wir haben einen Tagesablauf, der beginnt um, weiß nicht, 6:45, gehen dann zur Schule, haben Schule bis nachmittags oftmals 3, 4 Uhr, haben dann Zeit, hier zum Training zu kommen, trainieren hier und sind abends um 9 Uhr wieder zu Hause. Ja, und das nicht nur einmal die Woche, sondern 5-mal die Woche und noch das Spiel. The requirements in such a big club are rising more and more, and it's very important not to lose the personality of the players, and that the personal development is crucial. And we want to have players on the pitch who make decisions, who are very ambitious, very proud. Mit aller Leidenschaft und mit aller Akribie und auch Enthusiasmus, dem im Jugendbereich schon nachgehst, hast du keine Chance. We've got a whole curriculum that's based on sort of three areas really. It's the team, the unit and the individual. So the training session will be split on managing those three areas. So sometimes we'll be working individually with the players, sometimes we'll manage in small groups, and then obviously we will work as a group all together. Growing up in the U.S., you know, soccer is not the main sport, so I always had to just find my ways to, you know, get training and get touches on the ball. But I mean, I had a really good environment and a great family, and yeah, I'm so lucky I was able to play and through the youth national teams in the U.S. and yeah, get scouted here and work my way up through the system in Dortmund the same way. Wie jetzt gearbeitet wird in Deutschland zu jetzt deiner Zeit? Ich meine, war es leichter damals oder schwieriger? Jetzt mit damals zu vergleichen, ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Also alleine, wenn wir uns die Infrastruktur angucken, ich habe damals noch auf Ascheplätzen trainiert, an unterschiedlichen Stellen, auch in Dortmund, da wo gerade mehr oder weniger ein Platz frei war und auch gerade im Winter überhaupt bespielbar. Jetzt stehen wir gerade hier an einem Kunstrasenplatz, der auch im Winter beheizt ist, ja, also dass wir auch im Winter keine Ausfallzeiten haben oder irgendwie in eine Halle müssen, sondern wir können immer hier trainieren. Wir haben einen Kraftraum, der 200 Quadratmeter groß ist. Ja, wir haben inzwischen 8 Plätze. Wir haben den sogenannten Footballnauten, den du vielleicht auch noch kennenlernst. Wir haben ein Jugendhaus für 22 Spieler. I grew up in an era before the academies grew up. I left home when I was 16, go to Hannover, played on a professional level with the A-team and doing my exam beside that. So the dual system like we have it here between school and football, it didn't exist. Als Jugendspieler, du warst hier bei Dortmund und dann bist du weg. Was waren für dich damals so die größten Rückschläge, die du dann meistern müsstest? Nicht zu spielen. Also okay. Ich glaube, wenn du so zwischen 14, 15, 16, 17, 18 Jahre bist, ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass du spielst, regelmäßig. Das heißt, jedes Wochenende einfach auf dem Platz zu stehen, 90 Minuten, und sich da versuchen weiterzuentwickeln. Und, das war bei mir am Ende dann nicht der Fall, und da musste ich mich halt entscheiden, okay, möchte ich hier bleiben, aber
keine wichtige Rolle spielen oder möchte halt woanders hingehen und dort wichtiger Faktor sein und einfach Spaß am Fußball haben. Wir sind jetzt auch fünfmal hintereinander mit Jugendmannschaften deutscher Meister geworden. Das heißt, wir spielen eh noch dann länger um die deutsche Meisterschaft als die anderen Mannschaften. Dann haben sie zwei Wochen praktisch frei und dann beginnt schon wieder die nächste Saison. Alle Jugendtrainer sind bei uns hauptamtlich, zumindest die Cheftrainer, aber auch ganz viele Co-Trainer. Dann haben wir Athletiktrainer, Physiotherapeuten, Reha-Trainer, Torwarttrainer, Psychologen, Pädagogen und alle Vollzeit. Your kids are naturally competitive. You can't escape results. Competition is good. Results are published online. League tables are published online. And there is a hidden pressure, if you like, to have a certain standing in the league or to win a certain number of games because that's what's expected because you know you're a big club. Now Pulisic. Turns away from Rajic. Three-way for the cross, Pulisic delivers it, and the shot is in, it's Guerrero once again. Not losing your base, not losing where you come from, but understanding that you have to increase money to get players, to get superstars to Borussia Dortmund, I think to find that balance is really a challenge.